Das ist ein Loot Crate. Willkommen zu unserem kleinen Unboxing. Ich werde das Ganze jetzt mal für euch auspacken, um zu schauen, was in der August-Edition des Loot Crates enthalten ist. Dieses Loot Crate hat das Motto Heroes. Letzten Monat war das Motto Villains. Da gab es ein cooles T-Shirt und Deadpool-Socken und allen möglichen anderen coolen Schnickschnack. Ich glaube, ein Bowser-Sticker. Diesen Monat ist das Motto, wie gesagt, Heroes, und ich bin mal gespannt, was hier drin ist. Es ist mein erstes Loot Crate und daher ist die Spannung umso größer. Überraschenderweise ist es tatsächlich an dem Tag, für den es angekündigt wurde, also auch in den USA, erschienen. Also nicht erschienen, bei mir eingetrudelt, ne? Obwohl es ja aus den USA verschippert wird. So. Ich blende auch unten die URL ein, wo ihr euch ein Loot Crate ordern könnt. Für die unter euch, die nicht wissen, was ein Loot Crate ist. Ein Loot Crate ist eine kleine Box mit extra für euch zusammengestellten, nerdigen Artikeln. Meistens noch ein T-Shirt mit dabei. Hat einen Warenwert, der weit über dem liegt, was ihr dafür bezahlt. Aus Deutschland kostet das Loot Crate, wenn ihr eine einmonatige Subscription, also ein Einmonats-Abo abschließt, lasst mich lügen, 28 Dollar inklusive Porto. Das sind so um die 20 Euro für so eine kleine, feine Box voll cooler Sachen. Und wir gucken jetzt mal, ob sich das wirklich lohnt, ob diese 20 Euro gerechtfertigt sind. Oh mein Gott! Da geht mir schon direkt einer ab, wenn ich da reingucke. Ihr müsstet das sehen. Okay. Ich zeig's euch von dieser Seite. So. Ich komme ein Stück näher, machen wir es uns kuschelig. Das ist eine Popfigur. Die sind in den USA ziemlich beliebt. Ihr kennt die vielleicht. Das Coole ist, es wurde auch angekündigt, dass diesen Monat im Loot Crate eine Figur ist. Ich nehme jetzt gerade mal die Figur raus. Eine Figur drin sein wird, die exklusiv für Loot Crate entwickelt wurde. Wir sehen das hier. Die leuchtet im Dunkeln und die ist aus dem Film Guardians of the Galaxy. Hammer. Ich packe die gleich aus. Ganz vorsichtig. Ich weiß, es gibt Leute, die ultra pinsig sind, wenn es darum geht, ob solche Sachen auch schön ausgepackt werden. Ich werde mir Mühe geben. Ja. Hier sehen wir, es gibt auch noch mehr Figuren von diesem Film. So. Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass allein diese Figur schon mindestens die Hälfte von dem, was ich für das Loot Crate bezahlt habe, wert ist. Ist das nicht geil? Ist das geil? Ich finde es super. Also wahrscheinlich leuchtet der Arm hier im Dunkeln. Sollen wir es mal testen? Testen wir mal. Ich halte mal ans Licht. Gucken, ob das Studiolicht das mitmacht. Ich sehe da jetzt nicht so viel leuchten, aber egal, ich werde es heute Nacht mal ausprobieren und euch möglicherweise berichten. Vielleicht schreibe ich es auch noch in das Video mit rein, dass, wenn ihr das Video anschaut, schon mehr wisst als ich in dem Moment, in dem ich es aufgenommen habe. So, auf jeden Fall coole Geschichte, dieser Pophead. Der kommt in meine Sammlung. So, was haben wir noch im Loot Crate? Erstmal wieder ein cooles Innendesign. Letztes Mal, das ist so, das sieht mir doch verdächtig nach Turtles aus. Täusche ich mich? Ne? Da haben die doch immer so gehaust. Es gab doch mal dieses Turtles-Versteck. Oh mein Gott, apropos Turtles. Ihr glaubt nicht, was noch drin ist. Ein Turtle! Ich mach mich nass. Ist das geil? Ich könnte weinen vor Freude. Ich bin wirklich ein riesen Turtles-Fan gewesen, als ich in der Grundschule war. Ich hatte damals von der damals aktuellen Reihe alle Figuren von den vier Turtles. Ich hatte den Shredder, den Splinter, ich hatte einen Fußsoldaten und noch ein paar so Randcharaktere. Total cool. Oh mein Gott. Und den finde ich echt ultra knuffig und ich mag Donatello. Ich weiß nicht, ob bei jedem jetzt Donatello drin ist, vermutlich nicht. Eigentlich wäre es mir jetzt auch egal gewesen, die sind alle cool. Auch den packe ich aus. Auch wenn manche sowas eingepackt ins Regal stellen. Mache ich nicht, aber ich benutze mein Skalpell. Um ihn zu befreien. Seht ihr es? Ja,
Das kann man hier ganz fein säuberlich auftrennen. Präzise wie ein Chirurg meister ich das. Ach, wisst ihr was? So wichtig ist mir die Packung auch nicht. Das geht ja jetzt auch schneller so. Oh, da habe ich schon den Stock verloren. Ich bin gleich wieder da. Und da bin ich schon wieder. So, hier ist der Stock. Der Bow. Turtles-Fans wissen das natürlich. So. Und da ist er. Total geil. Kopf lässt sich bewegen. Die Arme lassen sich bewegen. Die Beine nicht, die sind fest. Och, ist der cool. Jetzt gebe ich ihm noch seinen Bow in die Hand. Kommt auch in mein Regal. Gefällt mir noch besser eigentlich als die Groot-Figur von Guardians of the Galaxy. Nehme ich aber trotzdem. So, was haben wir noch? Oh, cool. Flügel für meine Sneakers. Dann kann ich rennen wie der Flash. Die bindet man also, packt man quasi mit den Schnürsenkeln hier oben dran an seine Schuhe und hat dann stylische Flügel. Und ja, ich bin so ein Typ, ich mach so einen Scheiß. Geil. Was haben wir noch? Einen Mega Man Duftbaum fürs Auto. Wie cool ist das? Ich rieche jetzt noch nichts. Ich muss ihn von daher direkt aufmachen. Vielleicht lasse ich noch bei mir im Büro hängen, dann riecht's gut. Mal schauen, was da so drin ist an Geruch. Auf jeden Fall schon mal eine coole Packung. Hier kann man sich auch nicht auch aufhängen, ist so sozusagen ein Mini-Poster. Diesmal nehme ich meine Schere. Schnipp, schnipp, schnipp. Wenn man die ganz aufmacht, dann stinkt's immer so. Ich mache jetzt mal nur eine Ecke ab und riech da rein. Ich weiß nicht, wie Mega Man riecht. Wahrscheinlich so. Mit was würde ich das am besten vergleichen? Waschmittel? Boah, leck. Mal gucken. Ich sag euch nach ein paar Tagen, wie mein Büro riecht. Und was ist das? Das sieht auf den ersten Moment aus, als wäre es aus der privaten Sammlung von Elton John. Ist es aber nicht, denn es ist eine kleine, feine Turtles-Sonnenbrille. Kein Scheiß. Die macht ein angenehmes Licht. Ich komme mir auch gar nicht total bedeppert vor. Die werde ich vermutlich nicht draußen anziehen. Was ist das? Es scheint ein Kühlschrankmagnet zu sein. Chimichangos. Wilsons Chimichangos. Das Frühstück der Anti-Heroes, der... Ne, ihr wisst schon. Kenne ich nicht. Dürft ihr gerne in die Comments schreiben, falls ihr das aus irgendeinem Superhelden-Comic oder ähnlichem kennt. Ich kenne es nicht. Zwei Turtles-Sachen ist trotzdem schon mal der pure Gewinn. Was haben wir noch? Einen Pin. Den Loot Crate Heroes Pin. Vom August 2014. Mit Mega Man und Captain America und Batman. Und ich glaube, ich sehe auch ein bisschen Thor und den Waschbär aus Guardians of the Galaxy. So. Dann gibt's noch einen Bonus. Hier sind Codes drauf, die man einlösen kann. Cool. Das eine ist Doctor Who Legacy. Für Doctor Who Legacy. Das stellt euch 11 Doktoren, Rose Tyler, Clara und K9 frei. Ich bin nicht so ein Doctor Who. Defense Grid, The Awakening. Das ist das komplette Spiel, das ihr umsonst bekommt. Das ist cool. Auf Steam. Kostet normalerweise $10. Von daher eine coole Geschichte. Und der letzte Code hier ist für einen speziellen Ingame-Helm für Gauntlet. Und zwar für die Maske des Wyrmslayers. Cool. Also es gibt auch was Digitales. So, und dann gibt es noch ein kleines Heftchen. Heroes Issue 13.
von Loot Crate. Da sind so ein paar Artikel und so Stuff drin. Und Dinge aus vergangenen Loot Crates. So. Also, wir fassen nochmal zusammen, was wir jetzt bekommen haben. Wir haben eine wunderhübsche Box, wo wir eigentlich auch unseren kleinen Donatello reinstellen könnten. Ja, meine Assoziation vorhin mit den Turtles war ja gar nicht verkehrt. Also ich platziere den mal hier. So, jetzt ist der Donatello bei sich zu Hause. Also, wir haben die Box. Den Donatello. Oder einen anderen Turtle. Eine Figur von Guardians of the Galaxy, die im Dunkeln leuchtet und die es exklusiv im Loot Crate gibt. Einen herrlich komisch riechenden Mega Man Duftbaum. Drei digitale Codes für coole Geschichten, unter anderem ein vollwertiges Spiel auf Steam im Wert von $10. Einen Pin, der jetzt auch schöner sein könnte. Frühstücksflockenwerbung als Kühlschrankmagnet. Eine Sonnenbrille im Leonardo-Look, wahrscheinlich auch in verschiedenen Farben erhältlich. Flügel für unsere Turnschuhe. Ein Heftchen. Bam, das war's. Und das alles für um die 20 Euro. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe mich eh besonders auf die Figuren gefreut. Ein T-Shirt hätte ich mir trotzdem gewünscht. Ist nicht immer drin. Aber ich denke, das hat sich trotzdem gelohnt. Ich werde mir auf jeden Fall weitere Loot Crates holen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich auch weitere Unboxings zu den Loot Crates. Geht auf lootcrate.com, zieht es euch selber rein, ob das was für euch ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!